fühlt es sich an, heute neben dieser Trophäe sozusagen zu stehen? Das ist ganz großartig. Ich habe ja den ein oder anderen Pokal selbst schon gesehen aus meiner Jugendzeit. Ich durfte als regierender Bürgermeister schon den DFB-Pokal begrüßen. Aber den Pokal der Fußball-Europameisterschaft, der hat schon was. Was erhoffen Sie sich von dieser EM? Ich erhoffe mir vor allen Dingen, dass wir wieder ein tolles Fußballfest erleben, dass wir gemeinsam feiern, ja, vielleicht auch gemeinsam leiden, wenn die eigene Mannschaft verliert, aber dass es wieder ein Fest wird, ein Fest des Zusammenhalts, ein Wir-Gefühl soll entstehen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, gerade in diesen Zeiten. Und ich wünsche mir sportliche Höchstleistungen und dass der Beste gewinnt. Und Berlin, die Sportmetropole, hat ja schon gewonnen, weil das Finale hier stattfindet und die Berlinerinnen und Berliner wie immer großartige Gastgeber sein werden. Am Thema Fußball kommt eigentlich keiner vorbei. Wie oft kicken Sie den Ball? Oh, leider jetzt viel zu selten. Ich habe früher selbst Fußball gespielt in meiner Jugendzeit. War auch nicht so schlecht. Wir waren das ein oder andere Mal auch Berliner Meister mit dem SC Starken damals. Jetzt bin ich sehr, sehr gerne als Zuschauer in den Stadien. Wir haben ja in Berlin mit Hertha BSC eine starke Mannschaft der zweiten Liga, mit Union auch eine starke Mannschaft in der ersten Liga. Und ich besuche beide Vereine sehr, sehr gerne. Soweit gehört mein Herzensverein des Hertha BSC, aber ich habe großen Respekt auch vor der Leistung der Eisernen in Köpenick.